Ja, Freunde, diesmal im Piratenkostüm, denn am Samstag haben wir die 90er Megaparty und Deko-Motto ist Piraten der Karibik. Und dafür habe ich noch ein lustiges Produkt gesucht, kleinen Gag für die Veranstaltung, wo wir natürlich alles im Piratenstyle dekorieren werden. Und was habe ich da gefunden? Eine Kanone. Die Active, eine Kanone, die ist angeblich 70 cm breit und 50 cm hoch. Von Simba, darf man sagen? Keine Ahnung, ja, ich sag das mal. Und die probieren wir einfach mal aus. Mal schauen, ob das Ding wirklich funktioniert. Gut. Also, was haben wir jetzt drin? Bälle, das sind so Bälle, Bartbälle. Wobei, ja, der kommt mir ein bisschen kleiner und leichter vor. Da sind angeblich 10 Stück dabei. Und das ist das gute Teil. Und das blasen wir jetzt mal auf. Ja, es ist ja nicht so, dass ich keine elektrische Blasemaschine hätte. Ich habe da auch durch 4 Stück, aber alle sind im Lager und da habe ich jetzt echt keine Lust rauszufahren. Teil 1 ist aber fertig, was immer das jetzt sein mag. Unter Teil habe ich, den habe ich. Hier drinnen strömt Luft nach vorne. Und hier vorne muss ich. So, Freunde, ich muss zugeben, es hat echt eine Zeit lang gedauert, aber jetzt habe ich sie fertig, die Balkonkanone. Und ich weiß jetzt auch, wie sie funktioniert. Wir haben hier etwas zum Drauftreten oder zum Draufhauen. Das ist die Kanone. Und hier ist ein Löchle unten. Dadurch wird immer wieder Luft aufgesaugt und die Kanone schießt. Probieren wir es aus. Einmal Ball rein. Und klappt. Damit noch Richtung euch, Achtung. Und ja, ein bisschen kläglich. 10 Bälle sind drin. Das heißt, wir können nochmal. Und ja. Also, sie funktioniert und ausprobieren werden wir sie an diesem Samstag auf der 90er Megaparty. Ja, das war die Simba Ballkanone. Bis dann.